Und wir kommen zu einer weiteren Breaking News, liebe Zuschauer, die natürlich ihren Urlaub, ihre Reisen und vor allem auch so ein bisschen die Zeit danach betreffen. Und dazu begrüße ich ganz herzlich hier aus dem Hause FDI den Gerhard Draxler. Herzlich willkommen, mein Lieber. Gerhard, du bist zuständig für Service, Operations, aber auch Krisenmanagement. Und damit warst du und dein Team in den letzten Wochen und Monaten ordentlich zugange. Und es gibt immer wieder Neuigkeiten aus eurem Team. Was ist jetzt die neueste Ansage, was Reisen und Stornierungen angeht? Ja, es sind jetzt zwei Neuigkeiten, die ich jetzt heute mitgebracht habe. Die eine Neuigkeit ist grundsätzlich für uns alle nicht so schön, weil wir wollen ja gerne, dass unsere Kunden in Urlaub fahren. Wir bauen Urlaube, wir verkaufen gerne Urlaube. Dieses Thema geht aber jetzt, dass wir Reisen absagen mussten, nämlich aufgrund der weltweiten Reisewarnung, die jetzt ja auch terminiert wurde neu vom Außenministerium. Also wir haben jetzt alle Reisen bis zum 14.06., Abreisedatum 14.06. abgesagt. Bis auf 5 Zielgebiete, das ist einmal Deutschland, dann ist es Niederlande, Polen, Schweiz und Österreich, weil wir da eventuell erwarten mit den Nachbarländern, dass es hier vielleicht bilaterale Abkommen gibt, sodass wir jetzt diese Reisen erst bis 31.05. abgesagt haben. Wenn wir sagen, es ist ja auch ein Teil noch in den Pfingstferien, vielleicht schaffen wir es doch für unsere Kunden dort noch Urlaub zu ermöglichen. Die eine Nachricht. Die zweite Nachricht ist, wir haben die erste große Aktion abgeschlossen, was die Versendung unserer Urlaubsgutscheine, das FDI-Reiseguthaben, anbelangt. Für alle die Reisen, die wir bis Anfang Mai absagen mussten. Das sind jetzt über 100.000 Schreiben, entweder per Mail oder per Post, an unsere Kunden rausgegangen. Und die konnten jetzt seit dem 2.5. die Guthaben einlösen. Und das haben die auch ganz fleißig gemacht. Und das ging dann auch, ab 0.30 Uhr war diese Homepage aktiv, und da war ein riesen Run drauf, die ist uns dann tatsächlich auch mal für 2 Stunden in die Knie gegangen. Da will ich mich auch entschuldigen bei unseren Kunden. Wir haben Serverkapazitäten dazu gemietet, auch wirklich richtig, aber das war halt wirklich wahnsinnig viel, wenn da alle gleichzeitig drauf gehen. Wir haben auch ein eigenes Service-Team dafür gegründet für Rückfragen, weil natürlich klar war, wir haben versucht, das so genau wie möglich zu erklären, aber es ist immer was vielleicht noch nicht ganz rückfragefrei ist oder was man einfach nur mal fragen möchte. Haben wir ein Serviceteam von 20 Mitarbeitern, aber die haben auch innerhalb der ersten 5 Stunden 8.000 Anrufe bekommen, also Anrufversuche. Das ist wahnsinnig viel, auch da mal länger warten müssen. Aber ab Mittag lief es dann auch stabiler, auch die Homepage. Und seitdem läuft es rund. Was hat es mit dem Reiseguthaben auf sich, wenn ich von der Reise zurücktrete, beziehungsweise sie erstmal nur in ein Wartekonto sozusagen schiebe? Genau, da gibt es 2 Möglichkeiten. Und da will ich auch unsere Kunden um bitten, das Schreiben wirklich bis zum Schluss auch durchzulesen, weil manche sagen, stehen halt dann unten auch erst. Man hat die Möglichkeit, entweder das Geld, das man bereits bezahlt hat, sei es die Restzahlung oder die Anzahlung, zurückerstatten zu lassen, über den gleichen Zahlungsweg, den man auch gewählt hat bei der Zahlung, also sprich über Kreditkarte oder über Bankverbindung. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist auch, man kann dieses Guthaben, das ist ja erstmal so ein Guthaben, das wir anbieten, auch erstmal behalten und dann für eine Reise, die man schon gebucht hat, oder für eine zukünftige Reise, eine Flugpauschalreise, einlösen. Da haben wir den großen Vorteil, man bekommt 200 Euro FDI-Urlaubscash. Da steckt nichts anderes dahinter, als dass man dann vor Ort, man bekommt ein Gutscheinheft schon mit den Reiseunterlagen. Das kann man dann vor Ort im Urlaubsland einlösen gegen Ausflüge, gegen Massage. Ich habe mir das gerade mal auch angeschaut, weil wir vorher, weißt du, vorher gerade über El Guna gesprochen hast. Das ist auch ein Zielgebiet, das ich sehr, sehr gern mag. Da kann man von dort aus zum Beispiel einen Ausflug nach Luxor machen, wo man das Tal der Könige besichtigen kann. Oder man macht eine Wüstensafari. Das ist ganz, ganz tolle Sachen. Bei Teneriffa kann man eine Jeep-Safari machen, Wal-, Delfin-Beobachtungen. Und das alles ist in diesem 200-Euro-Cash-Gutschein drin, den man dann vor Ort einlöst. Und dazu gibt es natürlich, wie du schon gesagt hast, auch Rückfragen. Ne? Genau. Es ist natürlich immer wieder auch die Absicherung möglich, beziehungsweise die Absicherung, die man gerne hätte, um nochmal nachzufragen, ist dem wirklich so? Ne? Ist diese, jetzt höre ich gerade aus der Regie die richtige Frage, diese 200 Euro, beziehen die sich pro Person oder aufs Zimmer? Das ist auf die komplette Buchung.
Das heißt, die komplette Buchung, lieber Alex, für dich. Und dann diese Rückfragen, die man einfach irgendwo im Kopf hat, die konnte man jetzt platzieren. Denn wir haben auf unseren Social-Media-Kanälen einfach dazu aufgerufen zu sagen, gibt es diesbezüglich Fragen, was Reiserücktritt angeht, was Umbuchung angeht, aber auch natürlich, was dieses Reise-Cash angeht, Urlaubs-Cash, das wir anbieten. Und tatsächlich gab es eine ganze Menge Feedback und Resonanz. Ich glaube, wir können es zum Teil sogar im Hintergrund zeigen. Ich lese dir mal vor, die Fragen. Die eine kommt von Luisa. Hallo, es werden bei FDI ja jetzt alle Reisen bis 14.06. abgesagt. Die Stornierungsbestätigung für meine Reise in die Türkei und den Gutscheincode, um eine Rückzahlung zu beantragen. Von wem erhalte ich diese? Reise über Sonnenklar TV gebucht, beim Anbieter Big Extra, Abreise 17.05. Und wie lange dauert das circa? Danke. Gut, das kann ich ganz konkret sagen. Sie bekommen die Antwort von Sonnenklar TV direkt, also da, wo es gebucht wurde eben auch. Und wenn der Abreisetermin 17.05. war, diese Schreiben gehen, ja, ich sage mal, Ende dieser Woche raus. Das ist dann, wir können das nur in Etappen machen. Man muss sich vorstellen, jetzt die letzten Reiseabsagen, das waren über 100.000 Gutscheine, die wir da rausgeschickt haben. Und das geht halt einfach nicht auf Knopfdruck, weil es muss ja noch einiges dann auch bereinigt werden. Die Reisen sind alle individuell anders. Es muss teilweise neu berechnet werden. Darum dauert das Ganze ein bisschen. Aber hier bei dieser Kundin, die nächsten Tage wird der Gutschein bei ihr eintreffen. Perfekt. Alle, die ähnliche Fragen haben, ne, für die lesen wir das jetzt hier in der Sendung einmal vor. Man kann das natürlich auf unseren Social-Media-Kanälen auch nachlesen. Da werden natürlich auch diese Antworten nochmal schriftlich gegeben. Aber wir können einfach total verstehen, dass da Fragebedarf besteht. Eine weitere Frage habe ich von der Hanke. Meine Reise sollte vom 14.05. in die Türkei gehen. Mir wurde am Ostersonntag gesagt, die Restzahlungen sind ausgesetzt, da keine Einreise in die Türkei besteht. Wie geht es damit nun weiter? Also für die Frau Hanke ähnlich. Sie bekommt jetzt auch in den nächsten Tagen Post von uns. Und es ist keine Restzahlung natürlich. Verlangen wir nicht für abgesagte Reisen, verlangen wir keine Restzahlung. Wir haben jetzt auch die ganzen Zahlungseinzüge über Kreditkarte gestoppt bis zum 14.06. Also wir verlangen jetzt kein Geld für Reisen, die wir ja eh absagen müssen. Die man sowieso nicht antreten kann im Moment. Ja. Genau. Die nächste Frage kommt vom Hans, habe im Mai und Juni Dubai gebucht. Wie sieht es damit zurzeit aus, da ja Emirates nicht fliegt bis Ende Juni? Also Mai hat jetzt Hans nicht genau geschrieben, welches Datum, weil wenn es jetzt innerhalb des, Mai ist klar, Mai haben wir eh abgesagt. Juni, wenn es bis 14. Juni ist, dann wird die Reise auch abgesagt. Wenn es nach dem 14. Juni ist und die ursprünglich gebuchte Airline fliegt nicht, dann suchen wir eine Alternativ-Airline. Es gibt ja andere Airlines, die vielleicht zu dem Zeitpunkt fliegen und die bieten wir dann im Hans an. Wenn er dann aber sagt, nee, das sind Flugzeiten, die kann ich nicht akzeptieren, weil es ein anderer Abflughafen, dann hat er die Möglichkeit, das natürlich zurückzugeben. Oder er nutzt die Möglichkeit, dieses Geld der Anzahlung, wie du es gesagt hast, stehen zu lassen, um es dann wieder zu investieren in seine nächste Reise, die er bucht und bekommt dann sogar noch den zusätzlichen Vorteil von Urlaubscash. Richtig. Zwei kurze Fragen noch im Anschluss von dem Henry. Was ist, wenn ich vom Urlaubsguthaben noch was nicht alles verbrauche bei einer Neubuchung? Bleibt das dann stehen oder kann ich mir den Rest auszahlen lassen? Bei einer Restauszahlung verfällt dann sicherlich das Cashguthaben, oder? Also das Cashguthaben kann man nur einmal einlösen. Aber es ist natürlich so, dass wenn er das Guthaben nicht ganz aufbraucht für die neue Reise, dass das natürlich dann gut geschrieben wird und weiterhin erhalten bleibt. Und die zweite Frage ist, wenn ich bereits eine Anzahlung auf einem gebuchten Urlaub vor Corona geleistet habe, kann ich dann das Urlaubsguthaben für die Restzahlung verwenden? Ja, das ist eine tolle Geschichte, weil dann nimmt er das Urlaubsguthaben her für die Restzahlung und bekommt dann eben auch das FDI-Urlaubscash, die 200 Euro. Das heißt, eigentlich ist natürlich, wie wir es ja auch die ganze Zeit immer wieder schon so kommunizieren, die beste Möglichkeit, nicht gleich zu sagen, Reißleine ziehen, stornieren, sondern wirklich erst mal abwarten. Ich meine, es gibt neue Lockerungen. Auch jetzt gerade haben wir es aktuell im Radio auch hier in Bayern gehört, dass sich wieder kleine Schrittchen nach vorne bewegen. Und genauso wird es auch in der Reise sein. Österreich wird die Grenzen auch sehr wahrscheinlich, so wie es aussieht, ab Mitte Mai öffnen. Ja. Von daher gibt es in kleinen Schritten Lichtblicke. Und ich glaube, eine Sache, die steht uns allen ganz groß gerade, die thront über uns, und das ist endlich wieder Koffer packen, Urlaub machen und deswegen eigentlich von diesem Mega-Deal echt gerade Gebrauch machen, Urlaubs-Cash zu nutzen. Absolut. Deine ganz private Prognose, Gerhard, kannst du uns die verraten? Was meinst du, wie es weitergeht? Ja, also es schaut wirklich bis vor wenigen Tagen, ich habe nur gesagt, die Glaskugel, die ist noch sehr, sehr trübe. Im Moment schaut es wirklich aufgrund der Lockerungen, die jetzt ja gerade im Eigenanreisebereich dann sogar vielleicht schon
für Mitte Juni dann ist. Ich glaube aber auch, dass tatsächlich ab Mitte Juni wieder gewisse Flugreisen möglich sind. Also wir planen schon wieder. Wir sind da auch schon alle in den Startlöchern. Und wir müssen uns natürlich auch, was die ganzen Serviceabteilungen anbelangt, auch rechtzeitig vorbereiten, damit wir dann ganz schnell den Hebel umlegen können. Und ich muss natürlich sagen, wir freuen uns alle unheimlich drauf, wieder Urlaub verkaufen zu können. Und vor allem endlich wieder selber verreisen zu können. Herzlichen Dank, Gerhard aus dem Haus FDE. Immer wieder wichtig, auch ein bisschen Feedback an Sie zu geben. Was ist eigentlich jetzt mit meiner Umbuchung oder Stornierung oder was hat es mit diesem Urlaubscash auf sich? Alle Infos gibt es natürlich auch immer auf unseren ganzen Social-Media-Kanälen von Sonnenklar TV. Bleiben Sie dran, denn wir reisen jetzt hoffentlich gemeinsam weiter hier auf diesem Sender.